Die Plasma Service Europe GmbH in Magdeburg wartete am 8. Mai mit einer besonderen Aktion auf. Drei Handballer des SC Magdeburg, Daniel Pettersson, Matthias Musche und Dario Quenstedt, waren in den Räumlichkeiten am Markt 12 zu Gast. Interessiert verfolgten die drei den Vorgang der Plasmaspende. Zuerst wird das Blut entnommen. Anschließend wird über ein spezielles Verfahren das Blutplasma von den festen Bestandteilen getrennt. Letztere werden dann zusammen mit einer Kochsalzlösung wieder in den Spender geleitet. Wir benötigen nur dieses Blutplasma. Im Prinzip, in Anführungsstrichen, ist es das Wasser des Blutes. Und der Unterschied zur Vollblutspende ist eben halt, bei der Vollblutspende bekommen Sie gar nichts zurück. Das ganze Blut wird gespendet. Das Plasma selbst wird entweder direkt Patienten, die beispielsweise an Gerinnungsstörungen leiden, verabreicht oder dient als Basis für zahlreiche Medikamente. Auch wenn sich der Spendenvorgang zur Vollblutspende leicht unterscheidet, der Spender selbst muss auch hier zwischen 18 und 68 Jahren alt und bei der jeweiligen Institution angemeldet sein. Die Spende an sich kann etwas dauern, je nach Menge sollte der Spender 30 bis 60 Minuten Zeit einplanen. Bei der Plasma Service Europe GmbH in Magdeburg kein Problem. Dank WLAN für alle Spender vergeht auf der bequemen Liege die Zeit erst recht wie im Flug. Die Handballer sind beeindruckt und auf jeden Fall auch angetan von der Idee, helfen zu können. Ich glaube, wenn ich Zeit habe und von der ärztlichen Abteilung das okay bekomme, werde ich auch hier Plasma spenden. Also ein ganz mutiger. Ich glaube nicht, dass es wehtut. Es ist einfach auch für einen guten Zweck und dafür sind, glaube ich, auch allgemein Handballer immer zu haben. Kommen auch Sie beim Plasma Service Europe spenden und treffen Sie den ein oder anderen Sportler.